Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage im Sudan ist schwierig. Seit Monaten Demonstrationen gegen Präsident al-Bashir, ausgerufener Notstand, Militarisierung von Teilen der Verwaltung. Das alles verschlimmert die Lage der Menschen in diesem doch seit Jahrzehnten von verschiedenen kriegerischen Auseinandersetzungen gebeutelten Land. Und ich glaube, das stellt hier wirklich niemand in Frage, liebe Kolleginnen. Aber bei dieser Debatte richten wir heute den Blick auf die Region Darfur. Und ich glaube schon, dass diese Debatte in der nötigen Ernsthaftigkeit und zwar zum Thema Mission UNAMID geführt werden muss. Die dortige UN-Mission, es wurde bereits angesprochen, 3 Soldaten, 5 Polizisten, weitere zivile Kräfte, darf aber durchaus als Erfolg bezeichnet werden. Und man kann natürlich immer mehr machen, liebe Kollegin Rucker, aber ich glaube, wir müssen die Gesamtsicht der Einsätze der Bundeswehr im Blick haben und die Gesamtzahl der Missionen. Und da ist es durchaus auch eine Frage von Verantwortung, in welcher Stärke man sich dann an so einer Mission beteiligt. Aber wir sind letztendlich das einzige europäische Land, das bei dieser Mission militärische Verantwortung übernimmt. Und wir sind hier auch ein verlässlicher Partner. Und ob es am Schluss 3 oder 1300 Soldaten sind, Polizisten, zivile Helfer, jeder Einzelne hat unseren Dank für den Einsatz für unser Land verdient. Und im Namen der Fraktion sage ich hier auch nochmal Dankeschön für diese Leistung. Die humanitäre, politische, wirtschaftliche Situation in der Region Darfur ist in einigen Bereichen nach wie vor prekär. Das will niemand bestreiten, aber trotzdem ist festzustellen, dass die Lage verglichen mit früheren Jahren nie ruhiger und stabiler war. Die Prioritäten des Mandats, die bestehen darin, die Sicherheitslage verbessert zu haben, humanitäre Zugänge geschaffen zu haben, Menschenrechtslage überwachen, Friedensbemühungen begleiten. Und im Wesentlichen wurden diese Prioritäten auch erfüllt. Die komplexe Gemengelage, das ist aber auch eine Realität, ist immer noch nicht aufgelöst. Aber trotzdem ist der Vergleich mit dem Jahr 2007 sicherlich zufriedenstellend. Und ich glaube, dass das, meine Damen und Herren, eine wichtige Botschaft ist, denn politische, wirtschaftliche Stabilität vor Ort sind letztendlich wichtige Maßnahmen gegen Fluchtursachen und das liegt in unserem Interesse. Und ebenso die Frage, dass wir natürlich Afrika als Kontinent der Chancen sehen sollten und müssen. Wir verlängern möglicherweise zum letzten Mal diese Beteiligung an UNAMID. Wir werden die Situation genau beobachten. Aber im Jahr 2020 soll die Mission voraussichtlich in die UN-Aktivitäten für Gesamtsudan überführt werden. Aber auch nach möglicher Beendigung von UNAMID wird Deutschland die Entwicklung in Darfur und im gesamten Sudan sicherlich nachhaltig weiter unterstützen. Stichwort vernetzter Ansatz. Aber heute geht es um UNAMID und ich bitte Sie bei der jetzt folgenden Abstimmung um die Zustimmung für die Mandatsverlängerung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Thomas Erndl.